Gewinn eine Traumhochzeit bei Radio Pilatus. Mit traumhaften Trauring vom Meister und einem rauschenden Fest im Seehotel Hermitage. Die Radio Pilatus Traumhochzeit. Die fünf Pärchen, die die meisten Stimmen bekommen haben beim Voting für die Radio Pilatus Traumhochzeit, sind hier bei mir eingetrudelt. Guten Morgen noch einmal allen. Schön, sind ihr da? Ihr hört jetzt die Anspannung, die ist, glaube ich, ziemlich gross. Es gehen alle Pärchen mit einem Preis raus, aber nur ein Pärchen kann die grosse Traumhochzeit im Wert von über 30'000 Franken gewinnen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal schnell Franziska aus Aebiken vorgezupft. Franziska und dein Freund Baldmann, Lukas, ihr würdet gerne heiraten. Ihr hättet natürlich gerne die Traumhochzeit gegeben. Ja, natürlich. Also Freunde und Verwandtschaft haben das Datum schon mal frei gegeben. Wir sind motiviert und würden uns freuen, wenn es klappt. Eben mal die Hand auf, wie sieht es aus mit der Anspannung? Also die Knie schlottert mehr als meine Hände. Die sehe ich jetzt nicht, die genau. Sind unter dem Tisch, das ist vielleicht besser. Ich nehme mal an, bei den anderen ist es genau so. Jetzt ist es aber ja so, ich weiss, ihr wettet alle den Hauptpreis, die Traumhochzeit, aber es geht ja niemand ohne einen Preis raus. Wir haben für alle zwei Übernachtungen im Seehotel Hermitage und wir haben für alle einen Gutschein von Meisterschmuck hier in Luzern. Franziska Hemenegger, von Meisterschmuck, kann man denn den Gutschein auch für anders brauchen, wenn man sich jetzt entscheidet, wir haben die Traumhochzeit nicht gewonnen, also wenn wir nicht heiraten? Wer weiss. Also, bei uns sieht man immer etwas, das ist ganz klar. Und ich glaube, wir können auch einmal noch ein bisschen auf die Seite tun. Vielleicht heiratet man ja gleich. Also, da bin ich gespannt und ich freue mich sehr auf diese Perle. Was sind das für Ringe, die im Moment so im Trend sind? Gibt es da irgendeinen? Es ist schwierig zu sagen, weil das ist immer individuell, was einem wirklich gefällt. Aber der Trend ist ganz klar Platin oder dann Rohgold. Also, ein Gutschein für so einen Ring und ein Gutschein für zwei Übernachtungen im Seehotel Hermitage verlosen wir schon einmal. Wir fangen einfach ganz, wie es halt so ist, bei diesen Verlosungen hinten an. Wir haben den Topf parat gemacht. Unsere Glücksfee, der Marco Zibung, der zieht. Wer fünft wird, der kommt von uns ein Kuvert in die Hand drückt über. Wer viert wird, wer dritt wird, das finden wir raus. Noch ein bisschen Musik. Wir spielen dann noch Plan B, She Said und Michael Jackson mit Black or White. Radio Pilatus Traumhochzeit. Präsentiert vom Seehotel Hermitage Luzern. Das Hochzeitshotel am See. Und Meister mit der grössten Trauringauswahl zu Luzern. An der Hirschmarktstrasse 13, Ecke Pilatusstrasse. Ja, guten Morgen miteinander. Pilatus 19.8. Ich mache es gar nicht länger, als wir müssen, weil die Anspannung die ist gross. Aus Traumhochzeit. Präsentiert vom Meister Trauring und Schmuck Luzern und dem Seehotel Hermitage Luzern. Fünf Pärchen sind im Finale gekommen. Fünf Pärchen sind hier und wollen gerne die Radio Pilatus Traumhochzeit im Wert von über 30'000 Franken gewinnen. Könnt ihr schauen auf radiopilatus.ch, dort Radio Pilatus TV schalten und dann seht ihr, wie angespannt das hier steht, einander die Hand geben und ganz fest halten, weil jetzt geht's los. Jetzt ziehen wir einmal. Und zwar fangen wir von hinten an, weil keines von unseren Pärchen geht mit leeren Händen raus. Jeder kommt einen Gutschein über für zwei Übernachtungen im Seehotel Hermitage und dazu noch einen Gutschein von Meisterschmuck. Und die, die unsere Glücksfee, den Marco Zibung, jetzt als erstes zieht. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen miteinander. Die kommen so einen Gutschein über von Meisterschmuck im Wert von 1'000 Franken und dazu die Übernachtungen in der Hermitage. Und Marco, du hast dort ein Töpfchen von dir, gell? Mit diesen Zettelchen drin. Ja, ja. Ich würde sagen, walte deines Amtes. Ich mag mal. Ich bin natürlich fast so angespannt wie Kandidaten. Ja, das glaube ich. Ich mache da mal als Erste auf. Jetzt geht es nicht auf, das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Ah, und da haben wir das erste Zettel. Und rauskommen Maike und Sven. Maike und Sven, für euch der fünfte Platz wie der Radio Pilatus Traumhochzeit. Sven, vielleicht schnell zu mir. Fünfte ist nicht erst, ich weiss, aber ist gleich gut. Ist es zwar schade, aber wir freuen uns, dass wir mitmachen konnten, dass wir so weit nach vorne gekommen sind und dass Radio Pilatus und auch die Sponsoren das überhaupt erstmal möglich gemacht haben. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir hatten ganz viel Kontakt zu alten Bekannten und auch noch eine Menge neue Leute kennengelernt.
Es hat einfach Spass gemacht. Danke vielmals, Sven. Auch uns hat Spass gemacht. Ihr könnt vorbei euch einen Gutschein abholen. Und Marco zieht in dem Fall Platz Nummer 4. Ein Gutschein von 2'000 Franken vom Meisterschmuck und 2 Übernachtungen im Seehotel Hermitage. So, jetzt weiss ich, wie es aufgeht. Ja, sehr gut. Und als Nächste Sandra und Martin. Sandra, Martin, haben wir vielleicht schnell ein Wort darüber? Heiratet ihr gleich oder ist jetzt das damit gegessen? Es ist tatsächlich so. Wir dürfen sagen, wir heiraten gleich. Und zwar am 8. Mai. Das bleibt alles gleich. Einfach halt nicht im Hermitage, aber wir haben das so geplant, dass es gleich stattfindet. Und wir freuen uns. Sehr schön. Ich wünsche euch viel Glück und ganz einen schönen Tag dann im Mai. Danke noch, Anu, die gewartet haben für uns. Ja, das muss natürlich auch noch sein. Danke, Marco, mit dem dritten Preis. Den ziehen wir jetzt noch und dann geht es dann ins grosse Finale. Ja, das kann man so sagen. Und es wird nicht beschissen bei uns. Ihr könnt schauen auf radiopilatus.ch. Alles schön transparent, natürlich in die Kamera. Dritter Preis, 3'000 Franken Gutschein vom Meisterschmuck und 2 Übernachtungen, Marco. Ursula und Simon. Ursula und Simon, auch für euch. Ein Gouvert zum Mitheinen. Auch ihr heiratet trotzdem, oder? Wir heiraten trotzdem, ja. Und zwar dürfen wir das am 12. September machen. Wir möchten natürlich an dieser Stelle auch recht herzlich unseren Wählern danken. Es ist eine grosse Ehre, dass wir unter die ersten 5 Plätze gekommen sind. Besten Dank. Das ist raus, alle haben es gehört, die für euch abgestimmt haben. Und jetzt stehen da noch 4 Leute hinten dran, knutschen sich, heben sich, sind immer noch ganz nervös. Wer als die Radio Pilatus Traumhochzeit gewinnt, wert über 30'000 Franken. Das finden wir raus in die nächste halbe Stunde. Jetzt erst noch ein bisschen Musik, weil so macht man es beim Radio und beim Fernsehen. Man tut die Leute immer aufs Äußerste, auf die Folter spannen. Ich glaube, wir müssen doch ein bisschen für sie machen, weil die Isabelle, die klappt mir fast zusammen dort hinten. Die ist so nervös. 2 Pärchen noch im Rennen zu der Radio Pilatus Traumhochzeit im Wert von über 30'000 Franken. Wir ziehen jetzt dann gerade das Pärchen, wo zweit wird. Das Pärli, das geht natürlich auch nicht mit leeren Händen raus. Wir haben einen Gutschein vom Meisterschmuck im Wert von 4'000 Franken plus 2 Übernachtungen im Seehotel Hermitage. Und ich würde sagen, auch wenn man nicht heiratet, ist es schön, im Seehotel Hermitage zu übernachten. Oder, Andreas Schulz von der Hermitage? Also ja, das ist natürlich so. Wir sind gerade am Umbauen unserer Restauration, wo wir am 20. März wieder aufmachen. Das wird eine ganz tolle Geschichte. Wir zeigen uns da wirklich in einem ganz neuen Gewand und mit einem tollen neuen Konzept, was ich jetzt noch nicht ganz verrate. Da müsst ihr euch schon überraschen lassen. Und wenn das Wetter dann auch so ist wie jetzt, wenn man kommt zu euch auf Pause am See, das ist traumhaft. Man kann eigentlich bei jedem Wetter zu uns kommen. Ja. Okay, gut. Andreas Schulz von der Hermitage. Ich würde sagen, jetzt weg vom Mikrofon. Der Marco übernimmt den Platz mit dem Töpfchen, wo noch 2 so Kugeln, sage ich, denen drin sind. Du ziehst eins von denen und das, was du ziehst, gewinnt den 2. Platz. He? Das ist so, genau. So sind Formalitäten. Ergo, wer jetzt nicht auf dem Zettel steht, ist Sieger und Siegerin von der Radio Pilatus Traumhochzeit. Das ist aber so. Aber der Name, der jetzt kommt, ihr könnt zuschauen auf Radio Pilatus TV, auf radiopilatus.ch. Spannung, die ist... Die kann man fast in die Worte beschreiben. So. Enorm. Warte schnell. Ich habe fertig genuscht. Gut. Also, nein, ist so eine Erinnerung. Der Name, den ich jetzt ziehe, ist 2 Platzierte und die anderen dürfen jubeln. Franziska und Lukas und Isabel und Roger. Wer steht auf dem Zettel drauf? Auf dem Zettel, der 2. Platz, geht an Franziska und den Lukas. Ja, für euch natürlich ein Applaus. Und ihr hört, es jubelt alles hinten dran. Beide sind natürlich Jubler. Beide sind bei uns die grossen Gewinner. Der 2. Platz an Franziska und Lukas. Das heisst, unsere Traumhochzeit. Die gewinnen Isabel und der Roger. Zu euch kommen wir später noch. Ich glaube, Isabel braucht noch ein bisschen Zeit. Die zittert dort hinten ganz fest. Franziska, Lukas, vielleicht jemand von euch noch schnell. Ja, Franziska, du hast das vorhin so super gemacht. Sag schnell. Die Enttäuschung ganz fest gross, oder? Nein, also wir haben vorher gesagt, wir sind glaube wirklich alle von diesen 5 Gewinner und der Meistergutschein, das ist ja mega die Übernachtung, also was willst du noch mehr? Und wir haben ein super Feedback von allen, von unserem ganzen Umfeld bekommen in dieser Zeit und das ist eigentlich auch ein Hauptgewinn. Und eben, heiratet ihr wahrscheinlich auch sonst, nächstes Jahr, ja, genau. Das ist schön. Noch ein bisschen sparen in dem Fall. Genau, so sieht es aus. Ja. Danke euch vielmals fürs Mitmachen. Danke auch. Und wenn es dann so weit ist, alles Gute euch. Wir reden mit unserem Pärli, der gewonnen hat, wenn wir sie wieder aufgestellt haben vom Boden.
Isabel und Roger legen hier fast vielleicht schnell noch mal einen Schrei, bevor wir miteinander rein. Wir kommen zurück zu euch zwei noch ein bisschen. Isabel und Roger sind unterdessen um eine Flasche Champagner und um einen riesigen Gutschein reicher geworden. Ihr habt die Radio Pilatus Traumhochzeit bei uns gewonnen. Wert über 30'000 Franken. Da kommt alles zusammen. Kleid, Schmuck, alles. Hast du dich langsam wieder ein bisschen beruhigen, Isabel? Bist du ziemlich aus dem Häuschen gewesen? Ja, ich bin völlig aus dem Häuschen gewesen. Ich bin jetzt noch aus dem Häuschen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin überglücklich. Ich muss mich glauben, erst es kommt am Abend, wo ich mich legen kann und alles verarbeiten kann. Ihr habt viel dafür gemacht, gell? Im Umfeld Stimmen gesammelt. Was habt ihr? Ihr sind, glaube ich, sogar mit Geschenken für draussen oder so? Ja, wir sind Flyers verteilen, mit Schokolade drauf, im Bahnhof. Wir haben Kinder animiert, in Briefkästen rein tun. Wir haben Haufen gemacht. Viele von unseren Freunden natürlich haben mitgeholfen, Familie. Alle miteinander. Und das hat sich gelohnt. Jetzt am Schluss war es natürlich noch Glück, die für euch mitgespielt haben. Roger, wie sieht jetzt die Traumhochzeit so aus für euch? Was habt ihr vor? Ja, zuerst müssen wir es mal glauben lernen. Oder? Das ist mal das Erste. Und ja, ich möchte an dieser Stelle noch Danke sagen allen, die mitgeholfen haben. Und ja, ich bin auch noch ein bisschen fassungslos, weiss gar nicht, was ich so sagen soll. Und ja. Wir haben nicht so viel Zeit, aber es wird cool, denke ich. Wie siehst du Isabel denn an der Hochzeit in einem weissen Traum? Oder? Also der schönste Stern im Universum. Hey, ist das schön gesagt. Ich glaube, da braucht es gar nicht mehr drauf. Aber ihr habt ja auch noch ein Rudel Kind. Die kommen alle auch. Ganz schöne, kleine Anzüge, Krawatten, was dazugehört. Ja, die freut sich auch schon enorm. Ein Grüßli euch alle. Shirin, juhu! Isabel und Roger, Gewinner von unserer Traumhochzeit hier im Wert von über 30'000 Franken. Man merkt, sie sind noch ein bisschen sprachlos. Wir werden von ihnen natürlich noch hören. Wir begleiten sie hier vor der Pilatus aus, wenn sie gehen, das Traumkleid aussuchen. Einen schönen Anzug für Roger, Schmuck und Blumen und alles, was dann dazugehört. Gratulieren euch noch einmal ganz herzlich. Wir freuen uns, dass wir euch begleiten dürfen bei eurer Radio Pilatus Traumhochzeit. Danke dir. Radio Pilatus Traumhochzeit. Präsentiert von Meister. Mit der grössten Trauringauswahl Luzern. An der Erstmarktstrasse 13, Ecke Pilatusstrasse und dem Seehotel Hermitage Luzern. Das Hochzeitshotel am See. Radio Pilatus, die beste Musik.